Sie unterrichten Naturwissenschaften, speziell Physik, dann sollten Sie sich dieses Video ansehen. Ein zentrales Problem an Hochschulen, also an Fachhochschulen, ist die extreme Fragmentierung. Sie sehen hier einen Lehrplan für Energietechnik, 47 Module in nur 3 Jahren. Das hat wenig mit Studium zu tun. Die Physik ist übrigens nur noch eine Randerscheinung im zweiten Studienjahr. Diese extreme Fragmentierung, die hat zur Folge, dass nur noch Stoff vermittelt wird, also wenig studiert, und dass vor allem rezeptartig unterrichtet wird oder mit anderen Worten, der Nürnberger Trichter ist in jedem Modul aktiv. Ein zweites Beispiel stammt von einer Universität in Deutschland. Da gibt es ein Praktikum für Pharmazeuten, also vor allem Pharmazeutinnen. Und da ist ein Versuch, man sieht auch das Alter dieses Versuchs, den Reibungskoeffizient auf der schiefen Ebene zu bestimmen. Da gibt es eine Theorie dazu und ein erster Blick auf die Zeichnung zeigt, das kann ja gar nicht stimmen. Die Summe aller Kräfte sollte doch in Beschleunigungsrichtung zeigen. Die korrekte Skizze, die habe ich hier beigefügt, wobei man daran denken muss, die Gewichtskraft ist eine Volumenkraft und die Normalkraft und die Reibkraft, also eben das, was hier falsch eingezeichnet ist, das ist eine Oberflächenkraft oder eben das Integral über den Spannungstensor, das einfach für Fachleute. Also was hier geboten wird, ist nicht nur falsch, es ist eine absolute Frechheit und unverantwortlich gegenüber den jungen Leuten, die ja etwas lernen wollen. Als Gegenbeispiel zeige ich jetzt hier das Modul Physik und Systemwissenschaft in Aviatik, das ich über 11 Jahre unterrichtet habe. Das waren damals 16 Credits, also 16 Semesterlektionen im ersten Studienjahr, also wirklich als Grundlage mit Theorieübungen, Praktikum und auch Kommunikation integriert ins Modul. Und wir haben systemdynamisch modelliert ab erster Lektion. Ich zeige hier jetzt eine Arbeit aus dem zweiten Semester. Interessant ist noch die Herkunft dieser Studierenden. Die hatten zum Teil null Physik gehabt vorher an der Vorbildung. Und die haben also doch eine recht anspruchsvolle Aufgabe bewältigt. Sie sehen hier das systemdynamische Modell, das Sie eben erstellt und validiert haben. Da die Impulsbilanz mit der Kinematik. Dann auf den Seiten die Widerstands- und Auftriebsberechnung. Dann hier die ganze Winkelgeschichte, also mit Pitch und Angle of Attack und so weiter. Und hier das Pilotenverhalten. Wenn jemand eine Matur hatte, dann war eine meiner Aufgaben zu zeigen, dass eben die Normalkraft wenig zu tun hat mit der Gewichtskraft, wie vorher auf der schiefen Ebene da suggeriert worden ist. Denn wenn ein Flugzeug abhebt, dann bleibt die Gewichtskraft ziemlich konstant. Aber die Normalkraft geht sukzessive zurück und der Auftrieb steigt. Das erste Experiment, das wir gemacht haben, jedes Jahr und noch vor der Theorie, das war Ausfluss aus einem Gefäß. Man hat also hier indirekt die Gewichtskraft gemessen, das aufgezeichnet und dann habe ich das Modell natürlich in der ersten Lektion vorgeführt. Da sieht man schon alle Elemente der Systemdynamik. Also es gibt Speicher, es gibt Flüsse, die rein oder rausfließen oder eben Zwischenspeicher fließen. Und es gibt anderes, also zum Beispiel Konstante oder eben Parameter oder Funktionen. Also hier die wichtigste Funktion war Torricelli, Ausflussgesetz von Torricelli. Die Geschwindigkeit ist Wurzel aus 2gh. Dann auf der anderen Seite, hier wird eben die indirekt gemessene Gewichtskraft eingelesen und dann umgerechnet ins gemessene Volumen. Wenn man das dann simuliert, dann sieht man rot die gemessene Kurve, schwarz
die simulierte Kurve, und da hatte man schon ein erstes numerisches Problem, nämlich wenn man die Wurzel aus 2gh zieht und h geht gegen 0 oder vielleicht sogar bei der Rechnung ein bisschen unter 0, dann gibt es hier eine Fehlermeldung und das musste man noch abfangen. Das Resultat ist nicht sehr überwältigend, deshalb haben wir dann den einzigen freien Parameter, das war eben der Querschnitt des Lochs, haben wir variiert. Und wenn man da das Loch 60% verkleinert, dann stimmt es doch sehr gut überein. Mit Ausnahme des Endzustandes, es bleibt eben immer ein bisschen Wasser im Topf drin, wobei die Simulation dann wirklich leer läuft mit Torricelli. Aber man hat natürlich nicht das Loch kleiner gemacht, sondern man hat den Strahlquerschnitt kleiner gemacht. Und das ist das, was man beobachten kann. Bei einem scharfkantigen Ausfluss zieht sich der Strahl zusammen und ist etwa 60% des offenen Querschnitts. Also ein Beispiel, wo man schon sehr, sehr viel lernt in Bezug auf Modellieren und in Bezug auch auf die Physik. Wir sind dann weitergegangen und haben uns auf die mengenartigen Größen abgestützt. Das ist eine Idee aus dem Karlsruher Physikkurs. Es gibt die Mengen Volumen, Masse, das sind eigentlich die natürlichen Mengen, die jeder kennt. Dann gibt es die Menge elektrische Ladung. Impuls als Menge ist schon ziemlich revolutionär und Drehimpuls als Menge ist auch schon ziemlich exotisch. Und vor allem die Entropie, das ist das, was viele Kolleginnen und Kollegen einfach nicht begreifen wollen, dass die Entropie auch eine Menge ist. Und selbstverständlich ist die Stoffmenge, von denen gibt es ja sehr viele, auch eine Menge. Das dritte Thema in unserem Kurs war dann die Translationsmechanik. Wir haben eindimensional angefangen und dabei sofort drei Bilder skizziert, die sich ergänzen. Dazu braucht man eine positive Richtung und dann haben wir zuerst mal erklärt, wie der Impuls fließt, also beim Auto jetzt hier. Der Impuls wird vom Boden aufgenommen, verteilt sich aufs Auto, wird teilweise wieder an den Boden zurückgegeben oder geht an die Luft weg. Die Energie, die kommt auf einem ganz anderen Weg, nämlich über den Antriebsstrang vom Motor zu den Antriebsrädern. Dieses Bild basiert übrigens direkt auf der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Das zweite Bild ist dann ein sauberes Kraft- oder Schnittbild, in dem man sagt, ein Zufluss von X-Impuls gibt eine positive Kraft, das nennt man hier übrigens Haftreibungskraft. Dann vorne hat man auch eine Haftreibungskraft, einfach dann im Zusammenhang mit der Dissipation. Und man hat natürlich den Luftwiderstand als Integral über den Spannungstensor, über die ganze Karosserie. Das gibt dann eine einzige Stromstärke oder eben der Luftwiderstand. Als drittes Bild kommt dann das Flüssigkeitsbild dazu. Der Impuls erscheint hier als Flüssigkeit, die Erde als riesiger See, mit dem man Impuls austauschen kann, ohne dass sich der Pegelstand ändert. Und jeder Körper wird zu einem zylinderförmigen Gefäß mit Masse als Querschnitt und Geschwindigkeit als Füllhöhe. Dann kann man sofort den Impulsinhalt rechnen, Grundfläche mal Höhe. Man kann das Grundgesetz oder eben das zweite Newton'sche Axiom formulieren. Die Summe aller Impulsströme ist gleich der Änderungsrate des Inhaltes. Das gilt ja auch schon in der Hydraulik mit dem Volumen. Wenn man die Änderungsrate des Impulses durch die Masse dividiert, bekommt man die Beschleunigung. Die erscheint hier anschaulich als Geschwindigkeit des Pegels oder des Füllzustandes. Man kann dann noch die Leistung rechnen, also wenn der Impuls runterfließt, gibt es eine Leistung, die freigesetzt wird, und wenn der Impuls hinauffließt, muss er gepumpt werden mit einer Leistung Geschwindigkeitsdifferenz mal Impulsstromstärke. Also alles natürlich erklärbar. Die kinetische Energie ist dann einfach die Energie, die zusammen mit dem Impuls im Körper drin steckt, nämlich Menge, also Impuls, der drin steckt, mal mittlere Pumphöhe. Das ist ja nichts anderes als die halbe Endgeschwindigkeit.
Darüber kann man noch eine Energiebilanz formulieren, die Summe aller Leistungen der Kräfte oder eben Energiestromstärken ist gleich der Änderungsrate der kinetischen Energie. Dann kann man ein Modell erstellen, das genau diese Bilder wiedergibt, also hier die Impulsbilanz, dann Impuls durch Masse gibt Geschwindigkeit, integriert gibt die Strecke, dann kann man aktiv eine Funktion für Gas geben und für Bremsen einlesen. Man könnte jetzt auch hier noch die Beschleunigung rechnen, das kann man hier einfach unter Umgehung der Impulsbilanz. Zusätzlich kann man jetzt hier ohne Rückwirkung auf das Hauptmodell noch die Energiebilanz machen. Und dann sieht man, der Impuls wird letztendlich immer mit der Erde ausgetauscht, aber die Energie, die kommt dann eben vom Motor und geht dann an die Luftwerke, wird dort dissipiert oder wird im Bremssystem dissipiert. Dann kann man so eine Simulation durchführen. Man könnte jetzt mit dem Smartphone die Beschleunigung in einem Auto messen und dann das vergleichen und daraus Erkenntnisse ableiten. Dann kann man auch die Energieebene nehmen und hier die Energieströme untersuchen. Also beim Bremsen bleibt zum Beispiel der Impulsabfluss konstant, mehr oder weniger, aber die Leistung dieser Bremskraft geht vom Maximum bei hoher Geschwindigkeit auf 0 bei Geschwindigkeit 0. Ich erkläre das jetzt noch einmal an einem etwas ausführlichen Beispiel, um die Möglichkeiten zu zeigen. Also ein Flirt, also ein Vorortszug, fährt mit 10,8 km pro Stunde auf einen ruhenden zweiten. Der kann gebremst sein oder eben nicht. Die maximale Kraft darf 1400 kN nicht überschreiten. Also ich sage jetzt hier so salopp Kraft, das sind ja zwei Kräfte, Aktion-Gleichreaktion, oder ein Impulsstrom. Kann man das Flüssigkeitsbild zeichnen, Füllhöhe bei einem ist 3 Meter pro Sekunde. Dann kann man den Impulsinhalt rechnen des bewegten Fahrzeuges, Grundfläche mal Höhe, 360 Tonnen Meter Sekunde oder eben Kilonewton mal Sekunde. Dann kann man den Endzustand ausrechnen, das ist jetzt hier natürlich sehr einfach, aber kann das auch mit negativen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Massen machen. Dann bekommt man die halbe Geschwindigkeit und dann fließt auch die Hälfte des Impulses rüber und fällt um die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit runter. Dann hat man schon die Energie, also 180 kN Sekunde mal 1,5 Meter pro Sekunde gibt 270 kJ oder 135 kJ pro Kupplung, die muss dann vom Dämpfer aufgenommen werden und man kann dann auch noch abschätzen, wie groß der Hubweg ist, einfach mit der Maximalkraft und dann kommt man auf gut 10 cm Hub pro Kupplung, aber in Wirklichkeit hat es dann hier 200 mm gebraucht, weil natürlich die Maximalkraft nie erreicht wird. Oder nicht erreicht werden soll, weil das ist wirklich dann für die Wagenkasten. Ich zeige jetzt hier technische Anwendungen oder Anwendungen, die wirklich gebaut worden sind. Das ist der Seetaler, also die Seetalbahn, die saniert worden ist in den Nullerjahren und da wurde ganz neu eine Kupplung entwickelt, die heute vielfach im Einsatz ist, damals noch von Schwab. Und da habe ich das systemdynamische Modell erstellt, um diesen Dämpfer auszulegen. Und es hat funktioniert, man hat Probefahrten gemacht. Und man sieht hier übrigens die Impulsbilanz, man sieht da unten die Ölbilanz, man sieht hier rudimentär die Kinematik oder eben die Energiebilanz ganz, ganz reduziert auf das Wesentliche. Wir haben dann später eine Modellica-Bibliothek gemacht, das heißt, wir haben zwei Modellica-Bibliotheken gemacht, eine erste und dann eine Revision und mit der erste Zug, der damit gerechnet worden war, das war eben dieser Flirt. Ich zeige hier einfach die Elemente, das geht dann so nach dem Lego-Prinzip. Das ist der Zug, zusammengesetzt aus Wagen und Motor und Fahrgestell.
Und da sieht man, das ist aber jetzt schon die neue Bibliothek, da sieht man jetzt das Innenleben der Kupplung, wie man das modular zusammensetzt, und das Wesentliche steckt immer noch in diesem Element drin. Aber entscheidend für uns ist jetzt die Feststellung, dass diese Konnektoren, mit denen man da überall die Wagen zusammenhängt, die haben nur zwei Größen drin, nämlich als Flussgröße die Kraft, also die Impulsstromstärke, und als Potentialgröße jetzt nicht die Geschwindigkeit, das könnte man machen, aber jetzt hier ist einfach das Integral der Geschwindigkeit drin. Der Ort, das kann man ja wieder ableiten nach der Zeit. Das heißt, die Systemphysik ist absolut kompatibel und ist eigentlich der natürliche Anfang, wenn man später Modelika machen will. Das wollte ich an der ZHAW einführen. Ich fand leider wenig Unterstützung. Heute bekomme ich etwa im Jahr vier, fünf Anfragen von Leuten, die gerne eine Praktikumsarbeit an einer Fachhochschule machen würden mit Modelika. Ich verweise sie dann an ausländische Fachhochschulen. Hier übrigens das Resultat, also die blaue Kurve, das ist die simulierte Kurve, ein Jahr vor Zulassung des Zuges, und rot war dann die Messung bei der Zulassung. Und man sieht diese sehr schöne Übereinstimmung. Wenn am Anfang nicht noch ein bisschen Restgas drin gewesen wäre, dann wäre die Übereinstimmung noch besser. Also ich denke, damit haben wir gezeigt, was mit diesem Ansatz alles möglich ist. Ein weiteres wichtiges Thema war dann die Thermodynamik. Sie sehen hier eine Animation aus Wikipedia für einen Viertakt-Verbrennungsmotor. Und eigentlich sollte die Thermodynamik einem dann befähigen, so etwas zu verstehen. In den Physikbüchern findet man aber immer noch die Theorie, die älter ist als der Verbrennungsmotor, nämlich erster Hauptsatz, also eigentlich Energiebilanz aus heutiger Sicht, und dann auf sehr, sehr abenteuerlichem Wege, wie man die Entropie bildet. Also wenn man das so lernt, dann weiß man am Schluss ganz sicher nicht, was Entropie ist. Stattdessen haben wir den Carnotor eingeführt. Ein Gerät mit zwei Kammern, also hier ist das Gas drin oder Flüssigkeits-Gas-Gemisch, auf der Gegenseite das Fluid aus der Hydraulik, also inkompressibel und ohne innere Reibung, ohne Adhäsion auch, also ohne Benetzung. Und da der zweite Anschluss ist dann, hier steht zwar Kupfer, aber das ist thermisch superleitend, also diatherm sagt man dem. Und dieser Carnotor kann beschaltet werden beidseits durch Isolation, Ausgleichsgefäß oder eben entsprechend Wärme- oder Hydraulikpumpe. Dann kann man die vier Prozesse beschreiben, also bei zwei Prozessen ist die Thermopumpe, also die Wärmepumpe aktiv, und bei zwei Prozessen ist die Hydraulikpumpe aktiv. Dann kann man das wieder modellieren. Das sind ja Prozesse, also hier die Entropiebilanz, da die Volumenbilanz, das Hydraulikvolumen verdrängt dann das Gasvolumen, und da zwischen den beiden Mengen, Entropie und Volumen und den zugehörigen Potentialen, Druck und Temperatur, da sind dann die konstitutiven Gesetze, die das Ganze ja ausmachen. Also jeder Potentialzustand hängt von beiden Mengenzuständen ab. Darüber schwebt wie gewohnt die Energiebilanz mit thermischem Energiestrom und hydraulischem Energiestrom, immer Entropiestrom mal Temperatur oder Volumenstrom mal Druck, also auch hier sehr schön symmetrisch, und das ist die innere Energie, die auch fälschlicherweise oft mit Wärme bezeichnet wird. Dann für diejenigen, die es interessiert, hier noch die Gleichungen. Also wenn man das simuliert, und man kann jetzt mit diesem Carnotor wirklich alle klassischen thermodynamischen Prozesse simulieren, dann merkt man, dass Isotherm und Isobar eben nicht so einfach zu simulieren sind aus numerischen Gründen. Wir haben dann als Praktikums- und Übungsbeispiel dieses Gerät genommen. Also hier sieht man einen Erlenmeyer gefüllt mit Spänen. Darüber eine Milchpumpe, um Milch abzupumpen, also eine Handpumpe, wobei hier einfach der schwingende Kolben, der da gut abdichtet, entscheidend ist. Gemessen haben wir die Position und den Druck.
Und da wieder ein Modell aus einem Poster, das die Studierenden erstellt haben, also sehr schön Energieebene, dann hier die Entropiebilanz. Eine Hydraulik gibt es hier nicht, stattdessen gibt es eine Mechanik, nämlich Impulsbilanz und da oben wieder Kinematik, dann hier noch die Parameter und funktionalen Abhängigkeiten. Hier ein Ausschnitt aus der Simulation, da im Zeitbereich und da rechts Temperatur-Entropie-Diagramm und Druck-Volumen-Diagramm, die beiden Fundamentaldiagramme und dann simuliert sehr wahrscheinlich ohne mechanische Reibung oben beim schwingenden Kolben, aber dafür mit wenig oder keine Stahlwolle und mit viel Stahlwolle, also je nachdem ist der Leitwert hoch oder klein. Und da sieht man, der eine Prozess ist näherungsweise isentrop und der andere Prozess ist näherungsweise eben isotherm. Und bei der mündlichen Befragung zum Beispiel, ja, wie entsteht dann hier thermisch Dissipation? Dann haben die Studierenden teilweise auf echt professionellem Niveau geantwortet. Das ist erstaunlich, was man mit dieser Methode hinkriegt, weg von diesem formelzentrierten Unterricht. Sie sehen hier noch ein Applet, das ich mal, Herr Stempfli hat das gemacht. Also links die Prozesse, rechts dann die Animation, aber das ist natürlich nur eine Veranschaulichung und unten die beiden Fundamentaldiagramme mit natürlich reversibler Prozessführung. Deshalb haben wir ja hier auch die Prozesse schön getrennt. Und da sieht man diese Prozesse, die da ablaufen, also jetzt hier isotherm. Und man sieht auch, dass in beiden Diagrammen die Fläche unter den Kurven immer der Energie entspricht. Also links Wärme, rechts Arbeit. Dann kann man diesen rechts laufenden Prozess, das ist ja ein Stirling-Motor, den kann man umschalten in einen links laufenden Prozess, wie jetzt. Und dann wird Wärme oder eben sprich Entropie gepumpt. Man kann die obere Temperatur verändern und man kann die Prozesse einzeln darstellen, damit man sehr schön sieht, was in einem Prozess immer passiert. Man kann das laufen lassen, bis man es begriffen hat. Das ist jetzt der große Unterschied. Also dieser Stirling-Zyklus, der beschreibt ja nicht den Stirling-Motor, sondern den Idealprozess. Und wir haben dann auch im Praktikum mit ein bisschen leistungsfähigeren Studierenden haben wir dann wirklich den Stirling-Motor modelliert. Hier ein kleines Modell, wir hatten ein größeres, wo man mehr messen konnte. Und da wieder aus einer Arbeit, einem Poster der Studierenden, da sieht man jetzt, da wird jetzt nicht die Entropie modelliert, sondern da hat man den Hauptenergiestrang. Und da hat man dann die Arbeit vom Verdrängerkolben und vom Arbeitskolben. Und dann durch noch die Stoffmengenbilanz. Also man könnte auch die Masse nehmen. Wir haben hier die Stoffmenge genommen, weil dann die Gleichungen ein bisschen schöner rauskommen. Und da diese konstituierenden Gesetze wieder. Daneben musste man noch die Mechanik, also diese Rotationsbewegung modellieren, als Drehimpulsbilanz mit den Drehmomenten der beiden Kolben plus natürlich die Reibung, die da im Lager entsteht und da wieder die Kinematik. Auch hier wieder konsequente Anwendung der systemphysikalischen Grundlagen. Die Frage ist natürlich, was macht man mit Leuten, die jetzt nicht Physik studieren wollen, eben zum Beispiel mit Pharmazeuten. Da hätte ich einen Vorschlag. Darüber habe ich ein paar Videos gemacht. Gerade jetzt aktuell diese ganze Epidemie. Das ist ein SERIR-Modell. Da kann man sehr schön diese ganze Epidemieentwicklung anhand von Daten studieren. Man lernt hier auch sehr viel über Bilanz und so weiter. Ich habe dann hier eben Lockdown und dann diese im Moment beobachtbare steigende Infektions- oder Ansteckung dann hineingebaut. Ich habe dann, das war im April, glaube ich, habe hier die erste Phase die Daten genommen, dann hier ein bisschen gefittet,
Das sind jetzt die positiv Getesteten, und wenn wir nicht aufpassen, dann geht es dann richtig los. Hier noch die Infektiösen, also diejenigen, die angesteckt sind, aber noch keine Symptome zeigen. Das wäre die erste Welle, die habe ich gebraucht, um die Parameter zu finden, und das wäre, was passieren wird, wenn wir weiterhin Lockerungsmaßnahmen ergreifen. Das kann dann bis 30.000 aktuell Infizierte bedeuten. Also die Systemdynamik ist viel, viel mehr als Systemphysik. Man kann also wirklich mit allen Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sehr viel machen damit. Und das ist meine Botschaft, das ist meine Vision.